Liebe Freunde und Freundinnen des Kopfbahnhofs, im Protest gegen Stuttgart 21 geht es längst um mehr als nur um einen Bahnhof. Es geht auch darum, wie die alte und neue Landesregierung, die Polizei, die Medien und die Justiz mit dem Protest gegen dieses Projekt umgeht. Am 30.09. hieß der CDU-Innenminister Rech und der Polizeipräsident Stumpf. Beide bezeichneten den Polizeieinsatz vom Schwarzen Donnerstag als rechtmäßig und verhältnismäßig. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Schwarzen Donnerstags sagte der jetzige SPD-Innenminister Gall: Der Auslöser der Eskalation am 30.09. war nicht die Polizei, sondern die Demonstranten. August dieses Jahres zu einer Schüler- und Jugendblockade aufrief, forderte der jetzige Polizeipräsident Züffle die Projektgegner auf, sich von der Aktion zu distanzieren. Seiner Ansicht nach sei eine solche Blockade keine demokratisch legitimierte Aktionsform. Solange keine Gewalt stattfindet, ist eine solche Blockade ziviler Ungehorsam und selbstverständlich eine vom Demonstrationsrecht geschützte Aktivität. Herr Gall erklärte die Aktion für unverantwortlich und erinnerte daran, dass bei der Schulkinderdemo am 30.09. viele Verletzte gegeben hat. Dies ist subtile Einschüchterung, denn Herr Gall ließ mit diesem Vergleich immerhin die Möglichkeit offen, dass es auch bei einer friedlichen Blockade erneut zu polizeilicher Gewalt gegen Jugendliche kommen könnte. Trotz der Kriminalisierung im Vorfeld war die Beteiligung zahlreich. Es ist traurig, dass Gall und Züffle diese CDU-Vorgehensweise fortsetzen. Zur Polizei ist klar und ist auch eindeutig im Aktionskonsens festgeschrieben. Die Polizei ist nicht unser Gegner. Allerdings kritisieren wir sehr wohl den Innenminister und den Polizeipräsidenten, wenn sie sich an der Pro-S21-Propaganda beteiligen, wenn sie illegale Aktivitäten der Bahn schützen und durchsetzen und dabei Schädigungen der Gesundheit der Bürger billigend in Kauf nehmen. Der Glatzkopf hast vergessen! Exemplarisch für diese illegalen Aktivitäten sind hier zu nennen die Baumfällungen in der Nacht vom 30.09. und die Grabungen am Feldherrnhügel 4. und 5. Oktober diesen Jahres. Des Weiteren verurteilen wir scharf, wenn einzelne Polizisten, die finanziellen Interessen der Bahn durchzusetzen, auch noch unverhältnismäßige, überzogene Gewalt anwenden. Dies alles schadet letztlich auch den Polizisten, die verantwortungsvoll ihren Dienst tun. Aktuelle Ereignisse lassen aber vermuten, dass sich immer größere Teile der Polizei dem Durchsetzen der Interessen von Großkonzernen verschrieben haben, die nicht dem Wohl der Bevölkerung dienen. Die Aufrüstung der Polizei gegen den S21-Widerstand, personell und planerisch, hat Dimensionen erreicht, die ich persönlich für unvorstellbar hielt. 40 Personen im Planungsstab, 9000 Polizisten sollen in 3 Schichten zum Einsatz kommen beim Abriss. Ja.
Bekämpfung des S21-Widerstandes scheint dem Innenminister und der Polizei kein Aufwand zu groß und keine Kosten zu hoch zu sein. Züffle sagte, er habe Lehren aus dem 30.09. gezogen. Eine davon scheint zu sein, dass man einfach noch mehr Polizisten gegen die friedlich protestierende Bevölkerung einsetzen muss. Den Namen D-Day. Dieser Name steht für eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Es bezeichnet die Landung der Alliierten in der Normandie 1944. Wenn die Polizei für eine Aktion, wo es um die Abwehr des berechtigten Bürgerprotestes geht, viele hypothetische Szenarien durchspielt und sich für diese Aktion den Namen einer der größten Militäraktionen des Zweiten Weltkriegs gibt, lässt diese ahnen, welche Szenarien da durchgespielt werden. Wir lassen uns nicht kriminalisieren! Wir lassen uns nicht kriminalisieren! Wir lassen uns nicht kriminalisieren! Wir lassen uns nicht kriminalisieren. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Polizei an immer größere Einsätze gegen die sich wehrende Bevölkerung gewöhnt und vorbereitet werden soll. Wenn sich die Kritik am Bankwesen und überflüssigen Startbahnen ausweitet, wenn es für immer mehr Menschen schwieriger wird, von ihren niedrigen Löhnen die weiter steigenden Lebenshaltungskosten aufzubringen. Und wenn es gänzlich unmöglich wird, von Hartz IV zu überleben. Dabei sagte Züffle in einem Zeitungsinterview, er erhoffe sich vom Volksentscheid eine befriedende Wirkung. Worauf er Züffle hofft, hat mit Frieden überhaupt nichts zu tun. Er hofft lediglich darauf, dass der S21-Widerstand endlich bestehendes Unrecht akzeptiert. Aber das wird nicht geschehen. Genau! Kapitalinteressen zurückstehen müssen, wenn nicht Milliarden verschwendet werden, um einen Bahnhof zu bauen, der schlechter ist als der, der schon dasteht. Der Bahnhof einer Landeshauptstadt sollte behindertengerecht sein, damit die Schwächsten unserer Gesellschaft nicht noch mehr leiden müssen. Auch die Pro-S21-Spitze behauptet, den Volksentscheid herbeigeführt zu haben, um den Konflikt zu befrieden. Wer vorgibt, Befriedung zu wollen, gleichzeitig aber massiv Polizei aufrüstet, verrät seine Doppelzüngigkeit. Genau! Ein Großaufgebot an Uniformierten hat noch nie Frieden geschaffen und auch noch nie irgendwelche Probleme gelöst, sondern immer nur neue Probleme geschaffen. Ziel des S21-Widerstands ist immer gewesen, die Politik mit friedlichen und kreativen Mitteln darauf aufmerksam zu machen, dass sie zu sehr die Interessen großer Wirtschaftsbosse vertreten und das Wohl der breiten Bevölkerung aus den Augen verloren haben. Architekten, Ingenieure, Verkehrsexperten, Geologen und Naturschutzverbände haben über gravierende Fehler und Schwächen des Projekts Stuttgart 21 aufgeklärt, und zwar Bevölkerung und Politiker. Manche haben sogar ehrenamtlich Alternativprojekte entwickelt, die wesentlich leistungsfähiger, kostengünstiger und umweltfreundlicher sind als S21. Doch es wird immer deutlicher, dass die Politik dies gar nicht hören und sehen will. Wenn es doch andere Politiker gibt, die an einer konstruktiven, friedlichen Lösung zum Wohle der Bürger interessiert sind
und diese auch noch Regierungsverantwortung tragen, müssen diese alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen und sich sehr wohl einmischen, wenn dieses Ziel extrem gefährdet ist. Denn es ist zu befürchten, dass es von diesen Politikern gar nicht mehr so viele gibt. All diesen Politikern rufe ich zu, wenn ihr euch nicht einmischt, dann tut's keiner. Auch alle verantwortungsvollen Polizisten rufen wir auf, ihre Beteiligung an illegalen und unmenschlichen Einsätzen zu verweigern. Ich möchte dies mit einem Zitat von Immanuel Kant tun, der sagte: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, fällt in einem hierarchischen Befehlssystem sicherlich besonders schwer. Aber der Mut dazu ist nötig und wichtig, denn was der Innenminister und der Polizeipräsident von oben her angeordnet haben, hat sich schon mehrmals sowohl als ethisch unverantwortlich als auch als illegal erwiesen. Wenn Sie als Polizist an einem Einsatz aus Gewissensgründen nicht teilnehmen wollen, nehmen Sie diese zutiefst menschlichen Impulse wahr und handeln Sie nach ihnen. Denn das ist es, was euch vom Tier unterscheidet. Genau! Genau! Polizisten, wehrt euch! Wir fordern in diesem Zusammenhang den Abbau der Containergefängnisse auf den Cannstatter Wasen und die längst überfällige Kennzeichnungspflicht für Polizisten mit Code. Trotz all dieser Ereignisse dürfen wir nicht verzagen. Wir müssen klar erkennen, dass all diese Dinge eigentlich das Eingeständnis der Projektbetreiber ist, uns auf der Sachebene nichts entgegensetzen zu können. Als Wölfe im Schafspelz haben die Projektbetreiber versucht, mit dem unsäglichen Dreiakter Schlichtung, Stresstest, Volksentscheid in den Protest einzugreifen. In jedem der drei Akte wurde versucht, faire Bürgerbeteiligung vorzutäuschen. Mit dem Ziel hinterher zu sagen zu wollen, jetzt muss aber Schluss sein mit Protesten. Zu keiner Zeit! Westenstadt! Man wollte alle, die zu Recht den Protest fortführen, als notorische Querulanten hinstellen. Das war nach der Schlichtung und nach dem Stresstest so und das wird auch nach dem Volksentscheid wieder so kommen. Eine weitere Lehre, die Züppel aus dem 30.09. gezogen hat, scheint zu sein, dass er der Bevölkerung im Vorfeld eines Einsatzes schon so massiv Angst machen will, dass diese gar keinen couragierten Widerstand mehr leistet. Ja, genau. Genau. Deshalb auch die Ankündigung des massiven Polizeiaufgebots und der Aufstellung der Containergefängnisse am Cannstatter Wasen. Aber genau deshalb müssen wir an diesem Tag so zahlreich wie irgend möglich vor Ort sein, denn sonst lassen wir zu, dass diese Strategie des Angstmachens funktioniert. Right, really. Selbst wenn es uns nicht gelingen sollte, den Abriss des Südflügels und das Fällen der Bäume zu verhindern, jeder, der vor Ort ist, setzt zumindest ein klares Signal an Polizei und Politik gegen die Methode des Drohens, des Einschüchterns und des Angstmachens. Deshalb Köpfchen zeigen, oben bleiben.